Hallo, mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt deine Monatslegung für August. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du einmal hier oben und zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, sollte der Text bei dir unscharf sein. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Ja, mein lieber Steinbock, dann starten wir in deine Monatslegung, ja. Also das verspricht ein spannender Monat zu werden, ja, um hier schon ein bisschen vorzugreifen. Wir starten aber wie immer hier zum Monatsanfang. Diese Energie kann durchaus auch noch in den Vormonat hineinreichen. Und ganz, ganz wichtig, es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Und solltest du dich dennoch bei einem bestimmten Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte einfach dementsprechend ziehen. Wir schauen uns Tendenzen an, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, was bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen, und oft werden wir auch auf bestimmte Ereignisse vorbereitet, damit wir dann dementsprechend prophylaktisch handeln können. Jetzt aber zum Monatsanfang. Und das finde ich wirklich sehr interessant von der Bildsprache her. Also wir haben hier zweimal den Hinweis, dass hier etwas begonnen wird, ja, also sowohl in der Außenschau als auch hier auf deiner Ebene, ein vielversprechender Anfang, ja, ein Anfang mit Wachstumspotenzial. Was hier begonnen wird, ja, hat eine sehr hohe Erfolgschance, ja, ein sehr hohes Erfolgspotenzial. Wenn das hier vielleicht etwas Berufliches ist oder eine Tätigkeit, ja, oder dergleichen, dann ist es natürlich auch wichtig, da dran zu bleiben. Das sieht für mich hier nach etwas Längerfristigem aus. Das kann auch eine neue Verbindung sein. Vielleicht hast du auch jemanden kennengelernt. Also das ist auch möglich, ja, dass hier, vielleicht bezüglich der Liebe eine neue Freundschaft, vielleicht auch eine Zusammenarbeit, weil wir hier ja auch das Wachstum haben, und das könnte hier beispielsweise auch die Finanzen betreffen. Und auf deiner Ebene habe ich hier gleich einen Hinweis, ja. Achtung, ja, also bitte nicht von der Karte täuschen lassen. Es geht hier nicht tatsächlich um einen Diebstahl, sondern es geht darum, mein lieber Steinbock, dass du hier Acht gibst auf deine Energie, deine Ressourcen, deine Kapazitäten. Weil ich sehe hier einen Eingriff von außen, einen möglichen Eingriff von außen, wo es für dich besonders wichtig ist, das auch zu erkennen und dementsprechend auch zu reagieren. Wir haben auch hier auf dieser Ebene den Hinweis, dass sich hier eine Fremdenergie zeigt. Ja, also da geht es tendenziell um eine bestimmte Person bei den meisten. Es kann natürlich auch eine Personengruppe sein, wo es hier vielleicht auch um einen Zeitfaktor geht. Ja, dass hier vielleicht jemand sich über die Maßen oft bei dir meldet, ja, oder sehr viel Kontakt möchte oder ja, dich vielleicht auch für etwas einteilen möchte, das ist auch möglich. Das heißt aber nicht, dass diese Person bösartig sein muss, ja. Es geht hier mehr darum, für dich, dass du auf diesen Anfang, der sich hier zeigt, dass du darauf Acht gibst, ja. Für manche läuft dieser Anfang auch eher unterschwellig mit, ja. Das ist irgendwie etwas, das einem erst nach einer gewissen Zeit bewusst wird. Ah ja, da hat ja das und das begonnen, ja. Das ist so nebenher gelaufen. Das möchte ich nur als Zusatzinformation hinzufügen. Für die meisten ist das aber klar, was das hier ist, ja. Und da geht es einfach darum, dass du hier Acht gibst auf deine Energie, auf deine Ressourcen. Und wenn du hier merkst,
Ich denke, du wirst das spüren. Das ist hier zu viel. Dann ist es wichtig, von deiner Seite auch Stopp zu sagen. Von der Tendenz her sieht es aber auch danach aus, dass dir das hier bewusst werden wird und dass du hier ganz besonders Acht geben wirst auf diesen Anfang. Ja, da gehen wir jetzt noch kurz in die Außenschau. Wir schauen ja eben auch immer einmal von außen auf deine Situation. Und da haben wir jetzt eben zum einen mit diesem Anfang, wo wir hier eben dieses Wachstum besprochen haben und hier eben auch das erste Schritte gesetzt werden. Also dürfte das hier schon auch sehr bewusst sein, sehr klar sein, um was es hier geht für dich. Ja, also vielleicht geht es ja für manche auch um ja ein weiteres Standbein beispielsweise, dass hier etwas in diese Richtung gestartet wird, vielleicht auch eine Ausbildung, ja, um ein paar Beispiele zu nennen, was das sein könnte. Ja, eine beginnende Verbindung könnte das natürlich auch sein, aber ich sehe es mehr als Tätigkeit, also so fühlt es sich für mich an, es geht um eine Tätigkeit, wo du hier startest. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Ja, das können hier durchaus größere Themen sein, weil wir uns hier ja auch einen größeren Zeitraum ansehen. Teilweise ist es so, dass diese Blockaden hier mehrfach in der Legung aufscheinen, manchmal auch nur einmal. Dann wissen wir in etwa, wann du diese Blockaden auflösen kannst. Ja, und bei manchen Themen geht es einfach nur darum, dass dir das ins Bewusstsein geholt wird, weil jetzt ein sehr günstiger Zeitpunkt ist, dieses Thema hinter dir zu lassen. Da würde ich sagen, starten wir zuerst auf deiner Ebene. Da haben wir die 555. Die 555 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist. Stehen für schicksalhafte Zyklen. Ja, mein lieber Steinbockhund, jetzt kommt das Thema der Steinböcke und das sage ich jetzt einfach, weil ich selber Steinbock bin, dass wir so lieben unter Anführungsstrichen. Es geht hier um eine Veränderung. Ja, und das könnte hier durchaus eine größere Veränderung sein. Die hier zum Monatsanfang noch blockiert ist, also irgendetwas kommt hier auf dich zu, es ist aber gut, ja, mein lieber Steinbock, das ist etwas, das gut ist, vielleicht weißt du auch, um welche Veränderung es bei dir geht, also das ist absolut möglich. Das liegt ja eben auch auf deiner Ebene, also habe ich hier schon das Gefühl, dass du zumindest schon ein paar Mal daran gedacht hast, was diese Veränderung betrifft. Ja, und Engelszahlen, die sich in den Blockaden zeigen, ja, sind auch ein Hinweis dafür, dass sich diese Blockade relativ leicht lösen lässt, ja, teilweise auch wie von selbst. Also irgendeine Veränderung, ja, die, so wie ich das hier sehe, ja, schon größere Ausmaße annehmen könnte. Und das ist ja so ein Thema der Erdzeichen, ja, dass Veränderungen jetzt nicht unbedingt das sind, was uns jetzt so viel Spaß und Freude bereitet. Das sage ich jetzt als doppelter Steinbock und mein Mond ist übrigens auch in Jungfrau, also da kenne ich mich aus bei dem Thema. Aber mein lieber Steinbock, das lohnt sich definitiv. Das ist hier eine gute Veränderung, die sich hier zeigt. Und es kann auch sein, dass das vielleicht mehrere Veränderungen sind. Die sind aber zu deinen Gunsten, also das hat ja eine sehr heilsame Energie. Schauen wir mal weiter. Da zeigt sich jetzt ein zwischenmenschliches Thema. Es geht hier darum, dass du dich hier irgendwo unterdrückt fühlst, hinten angestellt fühlst. Das ist hier vielleicht auch das Thema, das sich hier schon zu Beginn der Legung gezeigt hat. Ich habe hier auch schon im Laufe der weiteren Legung gesehen, da passiert etwas. Also das dürfte hier schon irgendwo sehr feststehen, ja, auch wenn wir hier Tendenzen ansehen, natürlich immer unter Vorbehalt, aber das Universum geht hier direkt drauf ein. Auch hier kann es um Personen gehen, die dir nahe stehen und die nichts Böses im Sinn haben, wo sich hier vielleicht im Laufe der Zeit ja Verstrickungen entwickelt haben, wo du dich hier eher gefangen fühlst. Es kann hier aber auch um Personen gehen, mit denen du dich nicht so gut verstehst, wo hier nicht wirklich viel Vertrauen da ist. Ja, das nehme ich hier schon auch ganz klar wahr für einige. Und es geht hier um einen Wandel. Ja, also da haben wir auch schon das Thema mit der Veränderung. Das haben wir auch hier, also im zwischenmenschlichen Bereich, da wird sich etwas tun und wir haben hier
den Hinweis, dass sich hier etwas verbessern soll. Es geht hier um Befreiung, es geht um Erleichterung. Ja, also du kommst hier wieder mehr in den Fluss und im Zwischenmenschlichen, das sehe ich hier auch für die meisten, wird sich an oder kannst du hier an mehreren Stellen etwas verändern. Es ist aber auch möglich, ja, dass hier vielleicht die ein oder andere Person selbst drauf kommt, dass hier irgendetwas dir gegenüber nicht ganz fair, nicht ganz gerecht ist. Weil ich nehme hier schon auch eine gewisse Gutmütigkeit war, ja, also dass du hier auch gerne gibst, aber jetzt geht es darum, dass das hier in einem gewissen Maß bleibt, ja, dass sich hier eben etwas verändert oder dass hier jemand, dass es hier wieder um das Thema kleiner Finger geht, kleiner Finger und dann die ganze Hand. Und hier sehe ich einfach, also egal wie du zu dieser Person oder Personengruppe stehst, hier soll sich etwas verbessern und für dich soll es einfacher werden. Dann gehen wir jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Und da geht es mehr um einen Zeitfaktor. Also das kann hier ein großes Thema sein, mein lieber Steinbock. Es kann aber auch sein, dass sich das hier mehrfach zeigt und dass das hier vielleicht auch alles zusammenhängt. Das Universum gibt dir hier für irgendein Thema im Zwischenmenschlichen ein klares Ja. Mach das, tu das. Das ist zum Monatsanfang noch blockiert. Das kann eben auch sein, dass sich das erst entwickelt, ja, und sich das deshalb hier in den Blockaden zeigt. Also, dass sich das hier von selbst ergibt, dass du hier in eine Situation kommen wirst, wo du hier einfach merkst, ich möchte das jetzt aber machen. Ja, das heißt jetzt auch nicht, dass du das dann Hals über Kopf, was auch immer das ist, tun sollst. Natürlich geht es auch darum, sich ein paar Gedanken dazu zu machen. Aber prinzipiell kriegst du hier grünes Licht für etwas und das ist hier auch etwas, das hier für beide Seiten, vielleicht sind es auch mehrere Personen, sehr günstig ist. Also das hängt ja auch für manche mit einer gewissen Überwindung, Hemmschwelle zusammen und auch mit dem Thema Mut, das sehe ich ja auch ein bisschen. Also du kannst hier etwas machen, vielleicht eben auch über dich selbst hinaus wachsen. Also das ist auch etwas, das ich hier als Energie, als allgemeine Energie in dieser Legung wahrnehme. Ja, und da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Für diesen Abschnitt der Legung ist es natürlich nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Das sage ich immer dazu, weil früher immer die Frage aufgetaucht ist. Finanzen beispielsweise begleiten uns ein Leben lang. Auch die eigene Berufung begleitet uns ein Leben lang. Ja, hängt eben davon ab, wird das dann ausgelebt oder nicht. Man kann natürlich auch mehrere Berufungen haben und wir sehen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Üblicherweise läuft es chronologisch ab, aber im Einzelfall ist es natürlich möglich, dass sich die einzelnen Abschnitte untereinander vertauschen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt hier im ersten Monatsdrittel. Hier sehe ich gleich, dass es für dich im ersten Monatsdrittel wirklich wichtig ist, dass du auf deine Gedanken Acht gibst. Hier sehe ich auch wieder dieses Wegnehmen-Thema, ja, dieses, es geht hier um deine Energie, dass du hier irgendwo das Gefühl hast, dir wird die Energie abgesaugt. Du grübelst hier tendenziell oder du neigst mehr zum Grübeln im ersten Monatsdrittel und das kann hier schon größere Ausmaße annehmen. Deshalb ist es auch gut, wenn wir diese Information jetzt bekommen, dass du hier gleich Maßnahmen setzt. Ja, hier wirklich, wenn sich ein negativer Gedanke zeigt, dann lass ihn zu. Ja, also es geht nicht darum, das zu verdrängen, aber sorge dafür, bewusst auch positive Gedanken zu haben, ja, damit das hier nicht überhand nimmt. Ja, das ist ja schon eine sehr wichtige Information, denn das kann ja auch ein Zeichen sein, dass sich hier dann ein gewisser Stillstand zeigt, ja, dass hier bestimmte Dinge dann brach liegen, weil deine Energie irgendwo hinfließt, wo sie nicht hingehört. Hier sehe ich auch das Thema Grenzen setzen, ja, also auch das, was sich hier zum Monatsanfang gezeigt hat. Schauen wir mal weiter, dann sehe ich, es geht im ersten Monatsdrittel auch darum, dass du hier mit irgendetwas Frieden schließen wirst im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, vielleicht auch mit einer Person, das kann auch der Fall sein.
ich sehe hier einfach eine gewisse Ruhe einkehren und ich sehe auch hier eine Erleichterung. Und das ist irgendwie so, als würde hier eine Last von dir abfallen. Ja, also wirklich interessant, was sich hier alles abspielt, schon im ersten Monatsdrittel. Und da sehe ich dann, da kommt dann die Energie. Ja, und deshalb ist es wichtig, damit dieser Energieschub, der hier auf dich zukommt, auch wirklich, verwendet werden kann, dass du hier wirklich auf deine Gedanken Acht gibst. Also ich habe hier schon das Gefühl, es läuft sehr gut für dich, mein lieber Steinbock. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, aber ich habe hier das Gefühl, du bist insgesamt auf einem wirklich guten Weg und es ist wichtig, dass du hier auf deine Gedanken achtest. Ja, wirklich schieb einen positiven Gedanken nach, wenn sich ein negativer zeigt. Ja, denn es kann natürlich auch sein, dass sich hier irgendetwas ereignet oder dass hier vielleicht irgendeine belastende zwischenmenschliche Situation zustande kommt, wo es einfach wichtig ist, ja diese Zeitspanne, die sich diesbezüglich zeigt, einfach auch zu überbrücken, bewusst zu überbrücken und ganz klar Nein zu sagen dazu, dass einem hier irgendwann die Energie ausgehen könnte. Also achte auf deine Grenzen. Gehen wir jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Da sehe ich, also da sehe ich auch die Erleichterung, also das könnte hier auch durchaus zusammengehören. Jemand wird dich unterstützen, das kann vielleicht sogar eine finanzielle Unterstützung sein, vielleicht auch ein Investment in dich, wenn du beispielsweise selbstständig bist und hier vielleicht eine Idee rausbringen möchtest. Ja, kann durchaus sein, dass es darum geht, es kann auch ein Gefallen sein, vielleicht schuldet dir jemand einen Gefallen. Ich sehe, jemand ist hier an deiner Seite genau zur rechten Zeit. Und Achtung, mein lieber Steinbock, das heißt jetzt nicht, wenn du hier merkst, ich habe hier und da ein Thema, ich warte jetzt einfach, ja, vielleicht kommt jemand, wenn dir hier jemand konkret einfällt, ja, wo du weißt, ich könnte diese Person fragen, ja, dann ist es auch wichtig, aktiv zu werden. Und ich sehe hier, dass sich hier eine große Belastung plötzlich auflösen lässt, ja, und es ist wichtig, also es ist wichtig für dich, mein lieber Steinbock, dass du hier wirklich offen bleibst, was das betrifft, ja, also für die meisten sehe ich schon, dass sich hier von selbst etwas ergibt, etwas, mit dem du nicht gerechnet hast, aber es ist natürlich auch wichtig, hier irgendwie etwas auszusenden, ja, also irgendwie auch auszusenden, hallo, ich brauche jetzt hier bei dem und dem Thema Unterstützung. Und für die meisten dürfte das hier tatsächlich eine finanzielle Angelegenheit sein, die einem schon länger Kopfzerbrechen bereitet, ja, wo man hier dann zu einer Lösung kommt, ja, so vielleicht ein guter Ratschlag. Und bei manchen kann das hier tatsächlich kann es hier tatsächlich um eine gewisse Rücklage oder dergleichen gehen. Und das steht hier in Verbindung mit einer weiteren Person. Also ich sehe hier für die meisten eine bestimmte Person, die sich hier zeigt. Schauen wir jetzt in die Monatsmitte. Dann sehe ich hier auch Unterstützung, sehr sachlich, also vielleicht eine Finanzberatung, vielleicht auch eine Rechtsberatung könnte das sein. Es kann natürlich auch jemand aus deinem Umfeld sein. Das kann hier auch durchaus zusammengehören, denn dann geht es hier mehr darum, dass sich diese Thematik hier, die sich auch hier im zwischenmenschlichen Bereich schon gezeigt hat, dass sich das in der Übergangsphase vom ersten auf das zweite Monatsdrittel abspielt. Und hier sehe ich, du bekommst hier Hilfe bewegt sich auf dich zu. Trotzdem immer wichtig, wenn du hier merkst, wen du hier kontaktieren kannst, dann würde ich das direkt in die Wege leiten. Ja? Also ich würde hier nicht drauf warten, wenn man weiß, wer einem hier behilflich sein kann. Insgesamt zeigt es sich aber schon so, da bewegt sich jemand auf dich zu. Es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Es geht auch darum, dass hier eine Situation eher deeskaliert. Und dass man hier, ja, dass hier bestimmte Gefühle, die hier vielleicht, die sich hier zu stark zeigen, hier wieder runtergefahren werden und du hier einen guten Überblick bekommst. Ja, und jetzt haben wir hier ein sehr interessantes Thema. Da zeigt sich eine zwischenmenschliche Situation. Da fühlst du dich auch gefangen. Also das dürfte hier auch diese Blockade betreffen. Und hier sehe ich auch, ja, dass also diese Person war oder stand dir einmal nahe.
Ja, also das kann ja auch jemand aus dem privaten Umfeld sein, beispielsweise. Vielleicht geht es ja um eine Erbschaftsangelegenheit. Also das könnte hier sein, das würde hier sehr gut passen. Es könnte natürlich auch jemand sein, mit dem du zusammenarbeitest, wenn du beispielsweise angestellt bist. Jemand, mit dem du dich vor längerer Zeit gut verstanden hast und diese Person ist dir in den Rücken gefallen. Hier zeigt sich irgendeine verzwickte Situation, die besteht bei den meisten schon länger. Länger. Kann auch sein, dass das jetzt länger brachgelegen ist, mein lieber Steinbock. Das schließe ich hier nicht aus. Und das, was sich hier zeigt, ist, dass du hier einen Ausweg findest. Ja, also du kommst hier ganz gut aus dieser Sache heraus. Im ersten Moment fühlt es sich aber so an, als könnte man hier nicht wirklich etwas machen. Und für einige ist es auch so, dass man hier erkennt oder rechtzeitig erkennt, hier bahnt sich irgendetwas an und dann handelst du hier. Hier kann es auch um diese Unterstützung gehen. Ja, so vielleicht ist das bei manchen eben eine Rechtsberatung, um die es hier geht. Ja, oder eben eine Finanzberatung. Vielleicht geht es ja auch darum, dass hier irgendetwas Finanzielles besprochen werden soll. Aber so wie ich das hier sehe, zeigt sich hier für dich ganz klar ein Ausweg. Wir gehen noch auf die zwischenmenschliche Ebene und da sehe ich jetzt auch diese Blockade fallen. Du wirst dich hier irgendwo durchsetzen. Du wirst hier zu etwas stehen. Das kann hier auch diesen Anfang betreffen, ja, vor allem wenn du hier irgendetwas startest. Du bist hier im Gespräch mit jemandem und es kann auch tatsächlich eine Personengruppe sein. Und das, was ich hier sehe, ist, dass du hier zu deiner Meinung stehst oder zu deiner Überzeugung stehst und dass du dich hier auch durchsetzt. Ja, also ich sehe das hier in Verbindung mit dieser Blockade. Und das hat hier auch eine heilsame Wirkung. Das kann hier auch für dein Gegenüber oder deine Gegenüber sehr augenöffnend sein. Ja, also vielleicht präsentierst du hier auch bestimmte Zahlen, Daten, Fakten, die das Ganze hier noch irgendwie unterstreichen. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel, ja, und hier ist es wichtig, das Thema haben wir dann auch hier im zwischenmenschlichen Bereich, also hier sind definitiv wieder Überschneidungen. Wichtig ist es im letzten Monatsdrittel, dass du zum einen auf deine Gesundheit und auch deine Energie Acht gibst, ja. Diese Karte existiert übrigens seit 2015, das sage ich immer dazu, wenn sie fällt, also die hat mit den Ereignissen der letzten Jahre so gesehen nichts zu tun. Die gibt es schon länger. Hier geht es auch wieder um das Thema, dass einem irgendwo die Energie wegfließt, ja, dass man hier irgendwo Energie liegen lassen könnte. Und das steht hier auch in Verbindung mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person. Und da ist es wirklich wichtig, wenn du merkst, dass du hier irgendwie das Gefühl hast, irgendetwas ist hier sehr stark unausgeglichen, ja, oder du spürst irgendwie, etwas stimmt hier nicht, dann geht es hier eben auch wieder um diese Blockade, dass man das hier anspricht. Und was ich hier auch sehe, ist, es geht hier schon auch darum, dass man gewisse Grenzen setzt, ja, dass du hier einfach auch Stopp sagst. Dann sehe ich hier noch, du wirst dir mit jemandem einig werden, ja, also das ist etwas auf Augenhöhe, das kann auch eine bestehende Partnerschaft betreffen, wenn man hier beispielsweise, wenn es hier um irgendein finanzielles Vorhaben beispielsweise geht, ja, kann es auch sein, dass sich hier der eigene Partner, wenn vorhanden, zeigt, Partner, Partnerin. Das kann natürlich auch eine Person sein, mit der du beispielsweise zusammenarbeitest. Hier kann es auch um jemanden gehen, mit dem du befreundet bist, wenn es hier um irgendein finanzielles Thema beispielsweise geht, vielleicht eben auch ein berufliches Thema oder es geht hier um die Berufung. Und hier sehe ich, du wirst dir mit jemandem einig. Für manche bedeutet das hier eben auch eine Zusammenarbeit, die hier begonnen wird, ja. Irgendeine Art, wie eine Art Fusion.
Wir gehen jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene und da sehe ich, dass es hier um einen Traum für dich geht. Ein Lebenstraum könnte hier wahr werden und das steht hier auch in Verbindung mit einer weiteren Person. Also kann es durchaus sein, dass dir hier jemand ein Angebot unterbreitet, ja, oder dass es um eine bestimmte Möglichkeit für dich geht, die sich hier zeigt, wo es dann auch ja an dir liegt, ob du das machen möchtest oder nicht. Vielleicht wirst du auch darauf aufmerksam gemacht oder es geht hier vielleicht auch um eine Zusammenarbeit. Aber Träume können hier wahr werden und deshalb ist es noch wichtiger, dass du hier auf deine Energie achtest, ja, also achte auf deine Grenzen, wahre deine Grenzen, wahre deine Energie, schau hier auf dich, ja, also schau, dass du in deiner Energie bleibst. Das war jetzt schon wirklich spannend, mein lieber Steinbock. Da werde ich sagen, wir schauen jetzt in den zwischenmenschlichen Bereich. Auch diesen Abschnitt der Legung sehen wir uns gedrittelt an. Achtung, wir schauen auf das gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Und solltest du auf die Liebe schauen und sich hier in dieser Legung nichts diesbezüglich zeigen, dann heißt das natürlich nicht, dass sich bei dir im August hier nichts abspielen wird, dann haben die Karten lediglich keine relevanten Informationen für dich. Ja? Und beim Thema Liebe sind Karten auch mit Vorsicht zu genießen, da habe ich einfach schon sehr oft erlebt, dass man hier bestimmte Dinge einfach nicht erfahren soll, damit sie dann eben auch geschehen können. Und wir starten jetzt auch hier im ersten Monatsdrittel. Ja, und es bleibt spannend, mein lieber Steinbock, das sehe ich sowohl hier als auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Da geht es um eine bestimmte Person, hat eher einen egoistischeren Charakter. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht, dass diese Person hier zwingend ein bösartiger Mensch sein muss. Dir wird hier etwas bewusst, ja, also irgendetwas wird hier plötzlich klar. Irgendwo geht dir hier ein Licht auf bezüglich dieser Person. Vielleicht erfährst du auch etwas. Ich meine, dann ist es natürlich auch wichtig, zu prüfen, ob das auch stimmt. Ja, denn die Leute reden gerne. Ja, also, und da muss nicht alles der Wahrheit entsprechen. Aber ich sehe es mir so, dass dir hier etwas klar wird bezüglich einer bestimmten Person. Und diese Person handelt zumindest sehr egoistisch. Es kann auch eine Person sein, die hier nicht die allerbesten Absichten hat. Was ich hier jedenfalls sehe, ist, dass du hier eine Entscheidung treffen wirst oder bestimmte Maßnahmen setzen wirst. Also auch hier wieder dieses Thema, das wir hier zu Beginn der Legung schon gesehen haben. Hier kann es durchaus darum gehen, dass jemand in die Schranken verwiesen wird, ja, dass du hier sagst, so geht es nicht weiter, stopp, ja, also das dulde ich nicht mehr, ja, das geht mir jetzt schon zu lange so, das ist mir schon zu lange unausgeglichen, also hier muss sich etwas verändern. Es kann für manche hier natürlich auch darum gehen, dass hier ein Kontakt abgebrochen werden könnte. Da füge ich wie immer auch hinzu, das ist natürlich etwas, das man sich wirklich gut überlegen sollte, ja, also das sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Wichtig ist hier aber diese bewusste Entscheidung und damit, da sehe ich schon auch eine gewisse Erleichterung, die sich hier dann auch zeigt. Ja, und hier ganz zentral liegt die Lösung, also etwas wird hier gelöst, ein zwischenmenschliches Thema. Und was hier auch wichtig ist, es gibt hier verschiedene Lösungsansätze. Das kann jetzt hier für sich stehen oder das kann hier alles zusammenhängen. Also vielleicht eine zwischenmenschliche Situation, die dich schon länger belastet. Vielleicht weißt du auch, wer diese Person ist. Und da wir hier jetzt eine Engelszahl in der Legung haben und auch noch diese Karte, ist es sehr gut möglich, dass du vermehrt Synchronizitäten wahrnimmst im Alltag. Ja, also dass du vielleicht eben doppelt oder dreifach Zahlen wahrnimmst. Das muss jetzt nicht die 555 sein oder müssen auch nicht Einsen sein. Wenn sich hier etwas summiert, also wenn du irgendetwas häufiger siehst, dann empfiehlt es sich mal nachzulesen, wie das gedeutet wird. Ja, denn da
kann es sehr gut sein, dass du in deiner individuellen Situation hier gute Lösungsimpulse findest, ja, die dich hier weiterbringen können. Wichtig ist, es gibt verschiedene Lösungsansätze, ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich habe ja auch das Gefühl, auch das wird dir hier bewusst. Also das sind hier entweder zwei Themen, die das Universum hier hervorhebt oder ein großes Thema. Wir schauen in die Monatsmitte. Da sehe ich schon auch das Thema, das sich hier gezeigt hat, ja, wo es darum ging, dass du dich hier aus einer bestimmten verfahrenen Situation befreien wirst. Also dürfte das hier eine Person sein, mit der du auch privat zu tun hast, vielleicht auch eine Personengruppe. Hier wird mir ein Thema gezeigt, da kommt man irgendwie nicht weiter oder du kommst hier nicht weiter, aber du kannst hier etwas abwehren, ja, also hier wird auch offenbar eine Lösung gefunden und ich habe hier schon das Gefühl, dass das hier das ein und dasselbe Thema ist und ich sehe eben auch hier diese Blockade fallen, dieses Gefühl hier irgendwo unterdrückt zu werden oder hinten angestellt zu werden. Auf deiner Ebene sehe ich auch eine Befreiung, ja, du zeigst ja auch etwas nach außen, ja, das vielleicht viele noch gar nicht kennen. Du trägst hier irgendetwas nach außen, ja. Das kann auch ganz unbewusst geschehen, dass du hier, ja, eine andere oder eine stärkere Ausstrahlung hast. Ja, also ich sehe hier auch, du strahlst hier eine gewisse Ruhe aus. Also das ist auch sehr interessant. Und das, was ich ja auch sehe, ist, das könnte hier durchaus dazu führen, ja, dass hier bestimmte Menschen von dir angezogen werden, ja, also dass hier etwas geschieht in diese Richtung. Das kann hier für neue Kontakte beispielsweise auch stehen, also vielleicht neue Freundschaften, die hier geknüpft werden, kann hier natürlich auch für die Liebe stehen. Dir ist es hier im zwischenmenschlichen Bereich in der Monatsmitte ganz besonders wichtig, ja, dass man dich wahrnimmt, so wie du bist. Ja, also das sehe ich hier ganz klar. Ja, dann gehen wir jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene und das ist auch wirklich spannend. Also da geht es auch um diese Blockade, habe ich so das Gefühl. Hier sehen wir eine günstige Entwicklung in einer Verbindung. Also das könnte hier eine bestehende Partnerschaft sein. Das könnte eine Freundschaft betreffen. Vielleicht auch eine familiäre Situation. Hier entwickelt sich etwas sehr günstig. Also es können hier auch mehrere Personen involviert sein. Für die meisten ist das aber eine konkrete Person und das Universum gibt dir hier ein Zeichen. Ja, manche warten hier vielleicht auch schon länger auf ein Zeichen in einer bestimmten Angelegenheit. Hier könnte auch eine Versöhnung stattfinden, also das könnte ich mir auch vorstellen. Und wichtig ist, die Verbindung oder die Verbindungen, um die es geht, da geht es um eine Transformation, die hier gestartet wird, also eine Art Veränderung, wie wir es eben auch hier haben. Man geht aufeinander zu, ja, und man wächst miteinander, ja. Also hier entwickelt sich etwas wirklich, wirklich günstig und ich habe hier eben auch das Gefühl, dass du hier irgendetwas machst oder in die Wege leitest, vielleicht auch etwas ansprichst. Schauen wir noch ins letzte Monatsdrittel. Ja, und da haben wir jetzt auch wieder das Thema, das sich hier gezeigt hat im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Und hier geht es um eine mögliche Auseinandersetzung. Das muss jetzt natürlich nicht eintreffen, mein lieber Steinbock, weil du hier schon informiert bist. Hier besteht Konfliktpotenzial und da geht es eben auch darum, du möchtest dich nicht mehr so belasten lassen. Ja, oder du möchtest hier... Du brauchst hier mehr Freiräume, habe ich so das Gefühl. Und hier geht es dann schon teilweise auch um Themen, die schon länger her sind. Und wichtig ist hier, ja, also das könnte hier
Das könnte hier ausarten. Deshalb ist es hier sehr, sehr gut, dass wir diese Information bekommen. Wichtig ist es, bei dieser Auseinandersetzung im Hier und Jetzt zu bleiben. Oder vielleicht ist es auch, hoppla, vielleicht ist es auch einfach eine Diskussion. Ja, es geht hier um etwas, das für dich wichtig ist. Und ich sehe hier einfach auch, du hast hier das Gefühl, oder ich glaube, du hast hier auch nicht nur das Gefühl, da hat sich einiges ereignet, ja, wo du dich benachteiligt gefühlt hast oder wo dir vielleicht auch jemand in den Rücken gefallen ist. Und wichtig ist, im Hier und Jetzt bei diesem Thema zu bleiben, ja, damit das hier auch geklärt werden kann. Denn das kann hier natürlich ausarten und dem möchte das Universum vorbeugen, weil für die meisten geht es bei dieser Verbindung darum, dass diese Verbindung auch bestehen bleibt. Und hier kann es eben sein, dass man hier vielleicht Themen hervorholt, die sich vor einigen Jahren ereignet haben und das Ganze dann ein größeres Ausmaß annimmt, als es annehmen müsste. Und da geht es wirklich darum, bleib bei dem Thema, um das es jetzt aktuell geht. Ja, vielleicht ist es manchmal notwendig, auf irgendetwas in der Vergangenheit zu verweisen. Aber wichtig ist, im Hier und Jetzt zu bleiben. Steh zu dir. Ja, steh hier auch zu deiner Überzeugung. Und dieses Gespräch, das ist auch einfach wichtig. Ja, also das steht hier an. Und du kannst dich darauf vorbereiten, was eben auch bedeutet. Hier muss es gar nicht erst zu einem Konflikt kommen. Hier kann man sich dann auch gut in die andere Person hineinversetzen, mal hineinspüren. Wie müsste ich das hören, wenn ich auf der anderen Seite sitze? Was würde hier beispielsweise, wo würde ich dann gut zuhören? Ja, denn da kann es dann sehr gut sein, dass das hier einfach ein klärendes Gespräch ist und das Thema ist dann vom Tisch. Dann haben wir hier noch eine ganz interessante Angelegenheit. Eine Maske fällt, also jemand zeigt sein wahres Gesicht und egal, ob das wahre Gesicht, ob das hier etwas Angenehmes ist oder etwas Unangenehmes, was sich hier zeigt. Ja, das sehe ich hier sehr gemischt. Für dich ist es gut und ich sehe auch hier wieder eine große Erleichterung und irgendwie Grund zur Freude für dich, ja. Also das hat etwas extrem Befreiendes. Also hab hier keine Sorge davor, mein lieber Steinbock, wenn sich hier jemand offenbart, also bei einigen ist es auch etwas sehr Erfreuliches, ja, das sehe ich schon auch. Aber es kann ja auch sein, dass du irgendetwas erfährst, das im ersten Moment irgendwie ja nicht so schön ist, aber das ist hier relativ kurz darauf, ist hier die Erleichterung und die Freude zu sehen. Ja, also das könnte hier auch ein Thema sein, das dich schon länger beschäftigt hat. Ja, und dann gehen wir jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Da sehe ich, irgendetwas wird dir hier gegeben, eine wertvolle Information. Das kann auch das Maskefallen sein. Für viele sehe ich das hier in Verbindung mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, wo man sich hier einig wird in einer bestimmten Angelegenheit. Und hier sehe ich, dass der Grundstein für etwas gelegt wird, das sehr wertvoll werden kann, ja, oder das sich im Wert steigern lässt. Das kann hier durchaus mit den Finanzen zu tun haben. Die Finanzen, die zeigen sich gerne in beiden Bereichen, ja, also das lassen wir immer ganz natürlich geschehen. Und da sehe ich einfach auch, irgendetwas könnte hier für dich möglich werden und das hängt oder das steht in Verbindung mit einer bestimmten Person und für viele geht es hier um einen bestimmten Lebenstraum, den man hier hat. Und da kommt etwas auf dich zu, entweder gemeinsam mit einer Person oder eine Person kommt hier auf dich zu. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.